Männer ohne Gerichtsverfahren einfach ins Gefängnis kommen. Und dagegen gab es halt eine Bürgerrechtsbewegung, eine Demonstration. Und britische Fallschirmjäger haben dann in diese Demonstration reingeschossen. Teilweise gab es ja auch Anschläge innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung. Jeder, der nach Nordirland gereist ist, könnte auch denken, dass der Nahostkonflikt in Nordirland ausgetragen wird. Einige Menschen, auch aus Nordirland, junge Menschen, die sich davon auch nicht mehr angesprochen fühlen, von diesen nationalistischen Sachen, aber dennoch ja, politisches Interesse haben. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Irland, eine kleine grüne Insel im Norden des stürmischen Atlantiks mit vielen Eroberern, welche ihre Kriege, Sklaverei, den Hunger, genauso wie ihre vielen Sprachen, Kulturen und Religion auf diese kleine Insel brachten. Und dazwischen ihre Untertanen, zerrissen zwischen diesen Trennungslinien, aber ungebrochen in ihrem rebellischen Geist. Ein Geist, der noch heute nach Freiheit und Einheit strebt. Von Jugendlichen mit kurzen Ponys unter den von Flammen beleuchteten Wandbildern Belfasts, über Junggesellinnen auf den Partymeilen Galways hin zu Schäfern an dem Hafen von Rosslare. Ein rebellischer Geist, der viele Formen annimmt. Mal marxistisch, mal nur nationalistisch. Als traditioneller Marsch, Autobomber auf belebter Straße oder parlamentarischer Partei. Vielfältig und widersprüchlich, wie die gespaltene Gesellschaft, die ihn hervorbringt. Für viele ist es unverständlich. Unverständlich, wie Sozialisten an Prozessionen teilnehmen. Wie ganze Viertel vom kleinen Mädchen zum alten Veteran geschlossen hinter dem Republikanismus stehen. Und warum noch heute Männer und Frauen zur Waffe gegen die britische Kontrolle über Nordirland greifen. Heute wollen wir wissen, warum. Was macht diese irischen Freiheitsbewegung aus? Warum spalten sie sich beinahe öfter als türkische Kommunisten? Gibt es die Zukunft eines sozialistischen Irlands? Eines Irlands, in dem Protestanten und Katholiken abseits von Sektarianism, auf Scots und Irisch die Internationale singen. Auf diese Fragen geben wir heute in Irische Freiheitsbewegung nicht alleine, sondern mit Seamus Antworten. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Ja, hallo, ich bin Seamus. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, komme aber aus einer schottisch-irischen Familie. Bin auch hier in Deutschland in politisch linken Gruppen und auch in einer bekannten linken Partei aktiv gewesen, inzwischen nicht mehr. Und meine Begeisterung und mein Interesse für den irischen Republikanismus kam hauptsächlich durch den Fußball. Ich bin nämlich Fußballfan einer schottischen Mannschaft namens Celtic Glasgow. Das ist die Mannschaft der irischen Einwanderer in Schottland, also so gesehen die Mannschaft meiner Familienzugehörigkeit. Und auch im Fanumfeld habe ich einige Republikaner kennengelernt, auch ehemalige IRA-Kämpfer, auch Personen, die heute noch aktiv sind für republikanische Parteien und Gruppen. Und ja, habe mich dort weitergebildet und bin auch teilweise selbst aktiv für eine irische Gefangenenorganisation. Ich habe einen sehr quietschigen Stuhl, auf dem ich sitze. Sehr schön, dass du bei uns bist. Auch nochmal von mir ein herzliches Hallo. Ich stelle euch jetzt nochmal unsere Struktur vor, die uns heute begleiten wird über diesen großen Ausflug zur irischen Freiheitsbewegung. Wir werden zuerst über, wie ihr es gewohnt seid, die Geschichte der irischen Freiheitsbewegung sprechen, über die bewaffneten Gruppen, die politischen Gruppen, da auch nochmal unterteilt in Parteien und nicht parlamentarisch. Dann werden wir kurz auch über Anarchismus in Irland sprechen und am Ende nochmal ganz lokal basiert dann über Irland und das Ruhrgebiet. Und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir einfach direkt durch. Fangen wir mit der Geschichte an, dass wir alle so ein bisschen Einblick bekommen. Und bevor ich es vergesse noch als allerletztes, ihr könnt auch, weil natürlich hier eine Menge von Begriffen vielleicht fallen, die, wenn ihr euch mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt habt, etwas ist, was, wo ihr erstmal nicht wisst, was es bedeutet oder wo ihr vielleicht ein paar Fragezeichen habt. Unter dem Video- oder Podcast-Streaming-Angebot eurer Wahl steht hier dann drunter, was bestimmte Begriffe, die wir benutzen, bedeuten, so dass sie vielleicht euch eine geringere Einstiegshürde ermöglichen. Aber jetzt, let's go, Geschichte der irischen Freiheitsbewegung. Um die Geschichte der irischen Freiheitsbewegung besser verstehen zu können, muss man eigentlich relativ weit in die Geschichte zurückgehen. Das machen wir hier immer. Ja. immer. Beim Buchdruck. Ja, also vielleicht müsst ihr mich auch bremsen.
Also eigentlich beginnt es meiner Meinung nach schon bei der Eroberung der Römer und der Angelsachsen auf die britischen Inseln. Die sind halt von Kelten bewohnt gewesen und diese haben halt Kriege gegen diese Kelten geführt und konnten die dann immer weiter zurückdrängen. Und viele Kelten sind dann halt auch auf die irische Insel zurückgedrängt worden. Es gab dann auf der irischen Insel, ja, gab es halt auch immer wieder Kriege, aber an sich haben dort irische Clans und irische Königreiche dann die Vorherrschaft übernommen. Das ging dann über viele Jahre. Die Angelsachsen, also die Vorfahren der Engländer sozusagen, haben auch immer wieder versucht, die irische Insel einzunehmen. Deshalb gab es immer wieder Kriege. Eine Sache, die dann auch sehr wichtig war, irgendwann gab es ja die Christianisierung. Dann waren sowohl die Menschen auf der irischen Insel als auch auf der britischen Insel waren dann Katholiken. Ja, und später gab es dann Reformationsbewegungen, die dann auch die britische Insel erfasst haben. Im 16. Jahrhundert wurde dann die sogenannte anglikanische Kirche von Henry dem 8. gegründet. Er hat dann auch Katholiken extrem verfolgt und fing dann auch an, Katholiken in Irland zu verfolgen und hat sich selber auch König der Iren genannt, hat es auch geschafft, einige Grafschaften in Irland unter seiner Kontrolle zu bringen, dennoch nicht alle. Die Grafschaften, die er unter Kontrolle bringen konnte, die fing er dann an zu besiedeln. Das sind dann die sogenannten Plantations. Er hat dann versucht, königstreue Engländer und Schotten, die protestantisch waren, auf Irland anzusiedeln und das hatte dann zwei Ziele, einmal der Überbevölkerung auf der britischen Insel Herr zu werden und auch ein Stück weit den Widerstand der Schotten zu brechen, die auch immer ein Antagonist gegenüber England waren. Später gab es auch eine Reihe von Bürgerkriegen in England, wo dann Cromwell an die Macht gekommen ist. Und dieser hat dann versucht, diese Plantations zu intensivieren, was auf große Widerstände in der irisch-katholischen Bevölkerung gestoßen ist. Diese Widerstände wurden auch von Cromwell blutig niedergeschlagen, wo es auch heute eine Debatte über einen möglichen Genozid gibt. Auf jeden Fall ist es dann auch Cromwell gelungen, die letzten Grafschaften, die unabhängig waren, unter seiner Kontrolle zu bringen, dann auch eine Anglisierung oder Englandisierung in Irland voranzutreiben, weil die ursprüngliche Sprache der Iren ist halt die gelisch-irische Sprache. Das wurde dann auch von den Engländern, wurde das zurückgedrängt und auch versucht, die irische Kultur und die irische Sprache zu vernichten. Später im Jahr 1690, also das ist dann nicht endgültig passiert, es gab immer noch Kriege, aber im Jahr 1690 ist was Interessantes passiert. Dort hat der niederländische König Wilhelm von Oranien hat eine große Schlacht gegen Irland angeführt. Das ist die sogenannte Schlacht von Boyne im Juli 1690. Also er hat dann Irland der britischen Krone endgültig unterstellt und hat dann zusammen mit seiner Frau Irland und auch Britannien in einer Personalunion regiert. Also seine Frau ist halt Queen Mary die Zweite gewesen. Dann wurden Iren extrem unterdrückt, kann man sagen. Jedoch auch im Laufe der Zeit, was relativ interessant ist, wurden nicht nur katholische Iren unterdrückt, sondern auch protestantische Iren, die Nachfahren der Schotten waren. Also die Protestanten hatten auch nicht die gleichen Rechte wie die Engländer. Also die protestantischen Schotten oder protestantischen Iren hatten mehr Rechte als die katholischen Iren, aber nicht die gleichen Rechte wie die Engländer, die protestantischen Engländer. Was dann dazu geführt hat, dass sich einige Personen, Politiker aus der protestantischen Mittelschicht Irlands auch im Zuge der Französischen Revolution Gedanken darüber gemacht haben, was man machen kann, wie man das verändern kann. Und die haben dann eine Gruppierung formiert, die nannte sich Society of United Irishmen oder auch Fenians. Und die haben halt die Ideen der Französischen Revolution genommen, also dass man Bürgerrechte, dass ganz egal, welche Religion man hat, dass alle die gleichen Rechte haben, dass man nicht von einem König regiert wird, haben die dann halt diese Organisation gegründet und haben dann einen Aufstand angeführt. Und dieser Aufstand wurde angeführt von Theobald Wolfe Tone. Der ist sehr, sehr wichtig für die irische Geschichte, weil er halt den irischen Republikanismus an sich gegründet hat. Es ist zum Beispiel auch eine sehr bekannte irische Band nach ihm benannt worden. Und diese Fenians, die wurden von der Französischen Republik unterstützt. Dennoch wurde der Aufstand
niedergeschlagen und die Anführer in diesem Aufstand sind dann ins Gefängnis gekommen oder zu Tode verurteilt worden. Theobald Wolfton wurde, soweit ich weiß, zum Tode verurteilt, hat sich jedoch in Dublin im Gefängnis dann selber umgebracht, weil er halt sein eigenes Leben ja an das Schicksal Irlands gebunden hat. An sich identifizieren sich alle irischen Republikaner mit ihm und dort ist dann auch die irische Trikolore rausgekommen. Also die irische Trikolore, die wird nach dem Vorbild der französischen Trikolore herausgebracht und was relativ interessant ist, die Farben, die stehen jeweils für eine Bevölkerungsgruppe. Also die orangene Fahne auf der rechten Farbe auf der rechten Seite, die steht für die protestantische Bevölkerungsschicht und die grüne Farbe steht für die katholische Bevölkerungsschicht und die weiße Farbe in der Mitte steht für Frieden zwischen den beiden Völkern, also dass der Krieg beendet werden soll. Dann ungefähr ein Dreivierteljahr später gab es die sogenannte große irische Hungersnot. In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist das passiert. Dort haben sehr, sehr viele Iren ihr Leben verloren, da auch durch eine britische Politik, die mussten immer sehr viele Abgaben machen in Irland, wurde diese Hungersnot auch ein Stück weit herbeigeführt. Also dieser Widerstand, der eh gebrochen war, wurde dann noch mehr gebrochen, weil dann sehr, sehr viele Iren Irland verlassen haben. Unter anderem auch meine Vorfahren, die dann nach Schottland gegangen sind oder auch sehr, sehr viele in die USA. Das ist halt auch im Gedächtnis der irischen Person heutzutage. Dann ging es halt weiter, es gab keine großen irischen Widerstände. Jedoch im Zuge der Industrialisierung haben sich auch Arbeiter in Irland formiert und auch irische Arbeiter, die unter sehr prekären Bedingungen in England und in Schottland gelebt haben, fingen an, sich zu organisieren und zu formieren. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die, ich glaube, es war die Geliebte oder Ehefrau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, von Friedrich Engels. Sie ist auch Irin gewesen und Friedrich Engels hat dann auch, ich glaube, eine Arbeit oder eine Untersuchung über die Bedingungen der irischen Arbeiter in Manchester geschrieben. Wusstest du das nicht? Nee, weil ich den Bericht mal gelesen habe. Ah, okay. Jetzt wäre ich hier gedrängt dazu zu sagen, dass ich das mal gelesen habe von Marian. Ja, gibt es auch eine ganz süße Szene in dem Film von Karl Marx, der junge Karl Marx, genau. Ja. Fun Fact, da hätte ich mal fast mitgespielt. Leider echt? Das Casting verpasst. Ja. Oh, wow. Ja, jedenfalls haben sich dann im Zuge der Industrialisierung haben sich dann Arbeiter in der Diaspora, aber auch in Irland selbst formiert, haben Gewerkschaften gegründet, Parteien. Darunter fällt zum Beispiel die Irish Republican Socialist Party, die von James Connolly gegründet wurde. Also James Connolly ist vielen Kommunisten ein Begriff, weil er nicht nur für den irischen Republikanismus Werke geschrieben hat, sondern auch für den Sozialismus an sich. Er hat beispielsweise auch die erste eine der ersten Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten gegründet. Der ist sehr viel herumgekommen. Der ist in Schottland geboren, hat in den Vereinigten Staaten gelebt, er hat in Irland gelebt. Dann zusammen mit diesen Arbeitsrechten ist dann auch wieder der irische Republikanismus stärker geworden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dann die Unabhängigkeitsbewegung sehr stark. Es kam daraufhin auch vermehrt zu Aufständen, die aber nicht sehr organisiert waren. Und im Ersten Weltkrieg wurden dann diese Aufstände noch größer, weil die teilweise auch von den Gegnern von Großbritannien unterstützt worden sind, unter anderem auch vom Deutschen Reich, die dann der irischen Freiheitsbewegung auch Waffen zur Verfügung gestellt hat. Also die war dann im Ersten Weltkrieg, war die irische Freiheitsbewegung sehr stark, weshalb es dann nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1916 zum sogenannten Osteraufstand kam, der dann zwar gewaltsam niedergeschlagen wurde und auch die Anführer dieses Aufstandes, nämlich Patrick Pearse und James Connolly, wurden dann auch exekutiert. Jedoch ist dann ein bisschen was in Gang gekommen, weshalb es dann ab 1918 zum irischen Unabhängigkeitskrieg gekommen ist. Ja, jetzt kommen wir in die heiße Phase. Genau, jetzt wird's interessant. Genau, jetzt sind wir nämlich so weit gekommen, dass die irische Unabhängigkeitsbewegung sehr organisiert war. Großbritannien war geschwächt durch den Ersten Weltkrieg, war ja ein sehr harter Zermürbungskrieg. Tatsächlich haben auch einige Iren im Ersten Weltkrieg für Britannien gekämpft. Das hieß, viele Iren waren jetzt auch an der Waffe ausgebildet. Die kamen als Veteran zurück und haben sich dann der irischen Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen. Weshalb es ja dann von 1918 bis 1920 gab es dann einen Krieg und dann 1920 wurde dann ein Friedensvertrag mit dem Vereinigten Königreich geschlossen. Der Friedensvertrag mit dem Vereinigten Königreich ist auch für heute sehr, sehr interessant, weil in dem Friedensvertrag wurde halt beschlossen, dass die Republik Irland von Großbritannien anerkannt wird, dass aber nur der südliche
Teil unabhängig wird. Und die Provinz Ulster, also es gibt halt vier Provinzen in Irland, Connacht, Munster, Leinster und die Provinz Ulster. Und die Provinz Ulster sollte halt zu Großbritannien gehören, weil in der Provinz Ulster sehr viele Protestanten gelebt haben. Und die haben auch in Abstimmungen viele der Menschen in der Provinz Ulster nicht für die irische Unabhängigkeitspartei gestimmt. Südirland wird so zum sogenannten irischen Freistaat. Das heißt, die können selber entscheiden für ihre Geschicke. Die müssen aber den britischen König als Staatsoberhaupt behalten. Also ähnlich wie Kanada oder Australien zu dem Zeitpunkt. Das wird jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist halt nicht die gesamte Provinz Ulster zum irischen Freistaat zugeschlagen worden, sondern nur ein kleiner Teil, weil Großbritannien hat es versucht, ein bisschen schlau zu machen. Die wollten diesen Teil behalten und die haben dann nur die Teile, nur die Provinzen waren Großbritannien zugehörig, die eine protestantische Bevölkerungsmehrheit hatten. Also die Gründung, ja, heutzutage nennt man es Nordirland. Die Gründung von Nordirland hatte eigentlich nur den Sinn, dass die bei Großbritannien verbleiben. Es waren jedoch nicht alle zufrieden mit diesem Unabhängigkeitsvertrag. Also gab es dort die erste Spaltung der IAA. Also IAA ist eigentlich ein Begriff für diese ganzen irischen Unabhängigkeitsbewegungen. Und dann kam es zur ersten Spaltung. Also vorhin wurde ja gesagt, dass die irische Unabhängigkeitsbewegung sich häufiger spaltet als die türkischen Kommunisten. Und dort gab es die erste Spaltung, einmal die Pro-Treaty Forces und die Anti-Treaty Forces. Also diejenigen, die halt diesen Friedensvertrag unterstützen und die, die dagegen sind. Und dann kam es von 1922 bis 1923 zum irischen Bürgerkrieg. Und die Anti-Treaty Forces, die haben tatsächlich auch Waffen von Großbritannien bekommen. Ah ne, die Pro-Treaty Forces haben Waffen von Großbritannien. Kommst du selber schon bei der ersten Spaltung durcheinander. Wie soll das noch später werden? Daran sieht man, was für ein Durcheinander ist. Genau, die Pro-Treaty Forces, also die für den Vertrag sind, haben dann Waffen von Großbritannien bekommen, weshalb sie auch den Krieg gewonnen haben. Und die Anti-Treaty Forces wurden dann auch ermordet von den Personen, die dann den Friedensvertrag unterstützt haben. Die nicht ermordet worden sind, mussten dann weiter im Untergrund agieren. In diesem Bürgerkrieg ist halt das passiert, was ich vorhin gesagt habe, dass Donegal, Monaghan und Cavan, die halt zu Ulster gehören, ja, sind dann auch zu der Republik Irland zugeschlagen worden. Und was halt sehr interessant ist, dass eine politische Partei, die noch heute existiert, worauf ich nachher näher eingehen werde, nämlich Sinn Féin, hat halt die Kräfte unterstützt, die halt gegen diesen Friedensvertrag sind. Also war Sinn Féin sozusagen die radikale Partei. Ja, ich habe eben erzählt, dass die im Untergrund agiert haben, eigentlich ohne nennenswerte Attacken oder Operationen. Vielleicht ist da die Border Campaign zu benennen, aber die ist auch relativ klein im Vergleich zu den Operationen, die es später gab, bis ins Jahr 1969. Da gehe ich dann gleich drauf ein. Im Jahr 1949 ist noch was Interessantes passiert. Dort ist dann der südliche Teil Irlands zur Republik Irland geworden. Also die waren nicht mehr dafür, dass sie den britischen König haben, und das ist halt der Staat, den man heute kennt. In Nordirland ist halt etwas relativ Interessantes passiert, aber auch etwas Trauriges. Es gab in Nordirland, habe ich ja erzählt, gab es eine protestantische Bevölkerungsmehrheit, und ja, was man den Leuten halt hier erklären muss, hier in Deutschland sind ja Protestanten bekannt als die Soften, die nicht so strenge Gesetze haben wie die Katholiken. In Nordirland ist das ein bisschen anders. Also die protestantischen Glaubensgruppen, die dort agieren, kann man ein wenig mit den Protestanten in den Vereinigten Staaten vergleichen. Also sie sind schon ja sehr extrem, kann man sagen. Und viele von denen sind auch Hardliner gewesen, die ein Interesse daran hatten, dass Nordirland komplett protestantisch bleibt und dass dann Katholiken vertrieben werden. Dort haben sich dann Gruppierungen formiert, denen halt der Kurs der britischen Regierung zu soft war, also dass Katholiken noch weiter dort wohnen können. Die wollten dann, dass Katholiken vertrieben werden, also haben sich dann Gruppen gegründet, die dann Anschläge auf Katholiken verübt haben, die Brandanschläge auf Katholiken verübt haben, Katholiken ermordet haben und so weiter und so fort, weshalb die Katholiken, die in Nordirland gelebt haben, ja, Schutz brauchten. Dann fingen die IAA an, stärker zu werden. IAA
die halt gegen diesen Vertrag war, fing dann halt an, stärker zu werden und fing dann auch an, die katholische Bevölkerung zu beschützen. Im Jahr 1969 ist dann aber noch was passiert. Die britische Regierung hat das dann bemerkt, dass sich die IRA formiert hat, und die haben dann britische Truppen nach Nordirland entsandt, offiziell, um die katholische Bevölkerung vor Angriffen dieser protestantischen Paramilitärs zu schützen, weshalb dann die IRA, die immer noch das Ziel hatte, dass Nordirland zu Großbritannien gehört, dann auch Angriffe auf britische Soldaten gemacht hat. Dennoch muss man dazu sagen, dass britische Soldaten schon zu Beginn mit der nordirischen Polizei zusammengearbeitet haben, wo hauptsächlich nur Protestanten drin waren, die wiederum enge Verbindungen zu protestantischen Paramilitärs hatten. Weshalb man nicht zu 100% sagen kann, dass die britische Armee die katholische Bevölkerung geschützt hat. Dann ist es zu noch einer Spaltung gekommen im Jahr 1960. Im Jahr 1969 gab es halt einen sogenannten Richtungsstreit innerhalb der IRA. Es gab dort eine marxistische Gruppe und eine nicht-marxistische Gruppe. Und die marxistische Gruppe wollte eine Revolution in Irland herbeiführen, eine sozialistische Revolution. Die nicht-marxistische Gruppe hatte dies nicht als primäres Ziel, weshalb sich die IRA gespalten hat. Einmal in die Provisional IRA, das sind die Nicht-Marxisten, und einmal in die Official IRA, das sind die Marxisten. Wer war stärker? Die Provisional IRA war stärker, weil, ja, über die Iren muss man sagen, das ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr so, aber der Katholizismus hat schon eine sehr, sehr große Bedeutung gehabt. Also Irland wurde als das katholischste Land der Welt bezeichnet für einen langen Zeitraum. Ich glaube, heute ist es Polen. Und die konnten sich dann auch mit den marxistischen Zielen nicht so identifizieren. Und diese marxistische Fraktion, die hat dann auch den Katholizismus abgelehnt? Ja. Okay. Ja. Hätte ja sein können, es gibt ja auch manchmal so befreiungstheologische Ansätze. Nee, das war, in der Provisional IRA war das halt eher vorzufinden. Also die Provisional IRA hat auch für den Sozialismus gekämpft, und auch der politische Flügel der Provisional IRA, die Sinn Féin, ist auch offiziell eine sozialistische Partei. Die sind zum Beispiel auch im EU-Parlament in derselben Europapartei wie die Linke beispielsweise. Aber die haben den Katholizismus nicht so abgelehnt wie Mitglieder in der Official IRA. Ja, ich glaube, man kann ja auch generell über den irischen Sozialismus sagen, dass es zwar einen kulturellen Bezug natürlich auf den Katholizismus gab, auf die katholische Bevölkerung, auch einfach, weil man natürlich nicht die Massen vergraulen wollte, ja, es aber auch immer gleichzeitig eine starke Kritik am Katholizismus gab, wie er dann in Irland ist, vor allem eben, weil ihm auch immer wieder von sozialistischen Kräften nachgesagt wurde, dass er zusammenarbeitet mit der britischen Besatzung oder genau, zumindest einen sehr soften Kurs dem gegenüber fährt. Das ist sowieso interessant, das Verhältnis der katholischen Kirche und der irischen Bevölkerung. Da gibt es halt mehrere Passagen, wo es Konflikte gab oder Widersprüchlichkeiten. Zum Beispiel eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist der Spanische Bürgerkrieg. Im Spanischen Bürgerkrieg haben relativ viele Iren gekämpft, was viele Iren heutzutage nicht sagen. Die meisten haben auf Seiten Francos gekämpft, weil der Vatikan auch Franco unterstützt hat beispielsweise. Also es ist schon, ja. Schwierig. Ja, ein schwieriges und ein sehr, sehr kompliziertes Thema, wo auch manchmal einige Augen auch verschlossen werden. Aber die, ja, Quintessenz war, dass die Official IRA nicht beliebt war in der katholischen Bevölkerung. Und da komme ich auch gleich zu, die hat auch irgendwann auch eine Spaltung erfahren. 1971 ist was Interessantes passiert. Ich habe ja eben erwähnt, dass die britische Armee auch häufig nicht wirklich die katholische Bevölkerung geschützt hat. Und es gibt zwei Daten, die dort von großer Relevanz ist. Das ist einmal das Massaker von Ballymurphy. Das ist ein Stadtteil von Belfast, was ja die Hauptstadt von Nordirland ist. Dort haben britische Soldaten auf katholische Zivilisten geschossen. Und es sind dabei 11 Zivilisten erschossen worden. Der gleiche Offizier, der diese Operation geleitet hat, war dann auch beim sogenannten Bloody Sunday, einer der hohen Offiziere der britischen Fallschirmjäger, bei denen 13 Demonstranten erschossen wurden. Ja, und das ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Also am Bloody Sunday gab es eine Demonstration für die Rechte von irischen Menschen, weil es konnten irische Männer ohne Gerichtsverfahren einfach ins Gefängnis kommen, und dagegen gab es halt eine Bürgerrechtsbewegung, eine Demonstration, und britische Fallschirmjäger haben dann in diese Demonstration reingeschossen, wo dann 13 Demonstranten umgekommen sind. Und es ist in der irischen Stadt Derry passiert. Auch nochmal zur Information, was relativ interessant ist, die irische Stadt Derry hat zwei Namen, also die Loyalisten bezeichnen Derry als Londonderry und Katholiken oder Republikaner bezeichnen die Stadt als Derry. Ja. Ist ja auch was ihr heute noch sehen könnt, wenn ihr mal da seid, dass überall in der Stadt
diese Doppelnamensschilder von der Stadt durchgestrichen sind oder wenn dann nur Londonderry steht, dass London dann weggemacht wird, dass nur noch Derry da steht und dass man das auch wirklich sehr stark merkt, was für eine Person man vor sich hat, wenn man mit denen spricht und sie dann auf den Stadtnamen kommen. Genau, so kann man auch die politische Zugehörigkeit erkennen. Es gibt übrigens auch eine lustige Netflix-Serie, Derry Girls heißt die. Also falls es wen interessiert, da geht es auch um den Irland-Konflikt und der wird auf humoristische Art und Weise halt aufgearbeitet und die spielt halt auch in dieser Stadt. Diese Ereignisse führten dann dazu, dass dann die IAA sehr, sehr viel Zulauf bekommen hat. Dieser Zulauf wuchs halt stetig. Jahr 1981, also zwischen diesen Zeiträumen ist es immer wieder zu Operationen und Anschlägen der IAA auch gekommen. Und im Jahr 1981 ist was relativ Interessantes passiert. Da gab es den sogenannten irischen Hungerstreik. Die irischen Gefangenen, die einen Bezug zur IAA hatten, die wurden als politische Gefangene behandelt. Die hatten Spezialbehandlung in britischen Gefängnissen in Nordirland. Die mussten zum Beispiel keine Gefängniskleidung tragen, keine Arbeit verrichten, konnten, glaube ich, häufiger Besuch erhalten. Die wurden dann nicht mehr als politische Gefangene behandelt, sondern als ganz normale Kriminelle. Dann sind mehrere Proteste gestartet. Also angefangen mit Kieran Nugent Ende der 70er Jahre, da gab es den sogenannten Blanket Protest, da haben die verweigert, die Knastuniform anzuziehen. Dann gab es den sogenannten Dirty Protest, wo die halt so ihre Exkremente an die Gefängnistüren geschmiert haben. Ja, und später gab es dann den irischen Hungerstreik, wo dann irische Gefangene unter der Führung von Bobby Sands dann das Essen verweigert haben. In der Folge Krieg, da habt ihr ja darüber gesprochen, ob Frauen auch Diktatoren oder Kriegstreiber sein können. Und da wäre ich euch fast durchs Mikrofon gesprungen, weil für uns Iren ist halt Margaret Thatcher ein großer Begriff. Die habe ich doch noch genannt. Genau. Ja. Genau, deswegen bin ich euch da nicht durchs Handy gesprungen, weil Margaret Thatcher hat einen berühmten Satz geprägt: Crime is crime is crime. Also, dass sie die irischen Gefangenen als ganz normale Kriminelle hingestellt hat. Und sie ist mit einer sehr, sehr harten Hand gegenüber Irland, gegenüber Nordirland auch aufgetreten. Es sind dann letztendlich 10 Gefangene gestorben. Ich habe jetzt vergessen, es gab noch eine Spaltung der IAA. Es sind nämlich 7 Gefangene der Provisional IRA gestorben und 3 Gefangene der INLA. Und die INLA hat sich aus der Official IRA herausgespalten. Wir können euch auch gerne nochmal ein Schaubild einfach dann unten zu den Begriffserklärungen verlinken, wo ihr dann genau nachvollziehen könnt, über was für Gruppen sprechen wir gerade. Aber wir werden ja auch gleich noch die Gruppen alle ansprechen. Genau, dann kann ich vielleicht auch über die Spaltung sprechen, die passiert ist. Dieser Hungerstreik hat dazu geführt, dass die republikanische Bewegung einen sehr, sehr großen Aufwind bekommen hat, auch international. Also ich glaube, es wurde die britische Botschaft in Paris niedergebrannt von Protestierenden. Fidel Castro hat sich beispielsweise auch dagegen ausgesprochen. Sogar der damalige US-Präsident hat sich auch leicht kritisch geäußert. Dann hat die sehr, sehr großen Aufwind bekommen, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass ab Ende der 80er Jahre es zu Friedensverhandlungen gekommen ist zwischen der IAA oder den IAA-Gruppen und dem britischen Staat. Und diese Friedensverhandlungen haben dann letztendlich im Karfreitagsabkommen 1998 geendet, der durch ein Bürgerreferendum in der Republik Irland und auch in Nordirland mit sehr großer Mehrheit dann angenommen wurde. In diesem Karfreitagsabkommen wurde halt ein Waffenstillstand verabredet und da wurde zum Beispiel die Umbenennung der irischen Polizei von Royal Ulster Constabulary in Police Service Northern Ireland umbenannt. Also damit halt dieses Royal daraus geht. Es wurde offen gehalten, dass es auch zu einem, dass es irgendwann auch zu einem irischen Referendum kommen kann, also dass dass Nordirland zur Republik Irland zugeschlagen wird, aber auf politischem Weg, dass zum Beispiel die Polizei zu 50% aus Protestanten und 50% Katholiken bestehen muss. Eine Beteiligung, dass zum Beispiel Sinn Féin oder republikanische Parteien und loyalistische Parteien zusammen die Regierung stellen. Genau, das sind jetzt, also da steht natürlich noch viel mehr drin, aber es ist jetzt grob gefasst. Die republikanischen Paramilitärs, loyalistischen Paramilitärs haben dann auch irgendwann ihre Waffen abgegeben und den bewaffneten Kampf eingestellt und auch die britische Armee hat sich dann aus Nordirland zurückgezogen. Allerdings gibt es sogenannte dissidentische Gruppen, worauf ich auch gleich eingehen werde, die diesen Friedensvertrag halt nicht anerkennen. Ja, das war auf jeden Fall nochmal wichtig jetzt als zum Ende dieser sehr guten Übersicht über die Geschichte, weil das ja tatsächlich
des Karfreitagsabturms ist ja der zentrale Punkt, den jetzt den Zustand, den wir jetzt fortfinden, charakterisiert. Aber auch generell finde ich es spannend, nochmal so tief in diese Geschichte zu gehen, weil das mag ja erstmal für viele auch wie eine Aneinanderreihung aus dem Geschichtsunterricht wirken, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Ort auf der Welt gesehen wie Nordirland, in dem wirklich Geschichte aus jeder Pore, aus jeder Ecke dieser Gesellschaft und dieser Straßenzüge strömt. Ihr habt so viele Wandbilder, die sich noch auf Geschichten von William of Orange und die Hungersnot, Ulster Plantation bis hin zu modernen Märtyrern bezieht. Ihr habt überall kleine Museen, kleine Gedenkstätten und es ist noch so wichtig und so relevant in diesem Gedächtnis dieser verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und auch der politischen Parteien. Das ist wirklich einmalig und deswegen ist es, glaube ich, auch gut, wenn man sich damit beschäftigt, mal diese ganzen Sachen gehört zu haben, um das überhaupt zu verstehen. Ich habe da auch eine gute Anekdote. Ich habe ja erzählt, dass ich auch ein bisschen durch den Fußball auch politisch dahin gekommen bin. Und es gibt halt in Glasgow, der größten Stadt in Schottland, ist halt, dort wohnen sehr, sehr viele irische Einwanderer. Und deswegen hat sich auch dieser Club der irischen Einwanderer, nämlich Glasgow Celtic, gegründet. Gibt es noch einen anderen Club, Glasgow Rangers. Die protestantischen Einwanderer oder auch die protestantische Bevölkerung in Glasgow hat halt diesen Club gegründet und viele Celtic-Fans finden sich auch in Irland. Genauso wie viele Rangers-Fans, die dann aus Irland auch häufig zu den Spielen von Glasgow Rangers gehen. Und deshalb hat ein Mensch mal zu mir gesagt, dass der Old Firm Derby, also so wird das Derby zwischen Rangers und Celtic bezeichnet, dass das für ihn wie ein Geschichtsunterricht ist. Also es ist angeknüpft zu dem, was du gesagt hast, Joshua. Dann ist das ja genau die richtige Folge, um unsere längsten Geschichtspart mal zu haben. Finde ich auch super. Aber dann gehen wir jetzt vielleicht dann über in den Part, den ja vielleicht auch viele von euch jetzt erstmal am interessantesten finden und der auch natürlich am sensationellsten jetzt erstmal ist, wenn man sich einfach nur mit diesem Thema beschäftigt, den Part der bewaffneten Gruppierung. Genau, da habe ich ja ein paar genannt. Da gibt es einmal die größte Gruppierung, das ist die Provisional IRA. Sie ist entstanden durch die Teilung der IRA 1969, wovon ich erzählt habe. Ja, und das politische Ziel ist hauptsächlich die irische Wiedervereinigung gewesen. Und es gab auch große Fraktionen, die ein sozialistisches Irland sich gewünscht haben, aber das Hauptziel ist die irische Wiedervereinigung gewesen. Sie erhielt auch sehr, sehr viel Unterstützung. Also sie hat ihre Waffen hauptsächlich durch Waffendiebstähle der britischen Armee erhalten, allerdings auch aus Libyen unter Gaddafi, was relativ interessant sein könnte. Also der hat sehr, sehr viele Schiffe nach Irland geschickt mit Semtex, also Plastiksprengstoff und auch Kalaschnikows, viele Spenden aus der irischen Diaspora, also hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten dann auch Waffen spenden, weil Waffen dort ja auch, wie jeder weiß, relativ frei zugänglich sind. Und sie hat auch eine enge Zusammenarbeit international gehabt mit der PLO oder der PFLP aus Palästina. Dort wurden auch Kämpfer der Provisionals ausgebildet, aber auch der FARC und die ETA haben teilweise sehr eng kooperiert. Und die Zusammenarbeit mit der FARC in Kolumbien hat auch fast dazu geführt, dass das Karfreitagsabkommen nicht zustande gekommen ist, weil kurz vor Abschluss des Karfreitagsabkommens sind drei Kämpfer der IAA in Kolumbien festgenommen worden sind, die dort Kämpfer der FARC ausbilden wollten. Kurz zu den politischen Armen. Sinn Féin ist der politische Arm gewesen, also die Partei, die seit knapp 100 Jahren existiert, die sich halt aus diesen Anti-Treaty Forces also herausgebildet hat. Sind die nicht jetzt auch die stärkste Kraft? Ja, sind die stärkste Kraft. Stellen jetzt, glaube ich, auch die Ministerin für Nordirland, was zu sehr, sehr großen Spannungen geführt hat. Aber das jetzt zu erklären, wird, glaube ich, zu weit führen. Aber ich weiß es auf jeden Fall aus dem öffentlichen Diskurs darum, dass ja auch viele dann ehemals, die bewaffnet gekämpft haben, auch jetzt in hohen Posten dort in der Partei aktiv sind. Ne? Ja, und wo dann auch so ein bisschen umstritten ist bei manchen Leuten, wie genau ihre Vergangenheit ist und so und darüber diskutiert wird. Ja, was halt auch relativ interessant ist, es sind auch sehr, sehr viele enttäuscht von Sinn Féin und wollen nicht Mitglied dieser Partei sein, weil sie das Gefühl haben, keine Chance zu haben, weil nur ehemalige IAA-Kämpfer hohe Posten in dieser Partei bekommen und andere Personen nichts zu sagen haben und die werfen dann Sinn Féin auch Korruption vor. Dann kommen natürlich jetzt die üblichen parlamentarischen Spielchen anzuwerfen, wenn man sich dann so gesättigt ist, dann stattfinden einfach. Ja, dann gibt es noch die Official IRA, die ja auch aus der Spaltung hervorgegangen ist. Die haben halt hauptsächlich für
Einführung des Sozialismus mit dem Ziel des Kommunismus gekämpft, auch für die irische Wiedervereinigung. Allerdings war dies nur sekundär, was dann ein paar Jahre später zu einer anderen Spaltung geführt hat, worauf ich gleich eingehen werde. Sie hatte sehr wenig Unterstützung innerhalb der irischen Bevölkerung, ja, aufgrund ihres marxistischen Programms auch. Allerdings wird behauptet, dass sie die reichere IRA war, einfach weil sie bessere Unterstützung hatte. Also sie hatte teilweise Unterstützung aus der DDR, aus der Sowjetunion, auch aus Nordkorea. Dort hat ein britischer Journalist, ich glaube, der heißt Tom oder John Sweeney, hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie irische Kämpfer der Official IRA nach Nordkorea gegangen sind. Die sollten dort ausgebildet werden und die wurden nach 3 Tagen wieder rausgeworfen. Aber die haben dann auch Unterstützung von Nordkorea gehabt. Da gibt es auch die sogenannten Superdollars, also von denen hat man vielleicht gehört. Ehemalige Kämpfer der Official IRA haben sehr gut gefälschte Dollar aus Nordkorea bekommen und sie stehen im Verdacht, diese dann in Europa weiter verbreitet zu haben. Deren bewaffneter Kampf dauerte nur bis 72, bis halt diese Spaltung stattfand. Aber sie sind an sich auch Unterstützer des Karfreitagsabkommens und haben auch ihre Waffen 2009 abgegeben. Genau, und der politische Arm ist die Kommunistische Partei Irlands gewesen. Dann gibt's die INLA, die zweitgrößte Kraft nach der Provisional IRA. Diese wurde 1972 gegründet, aus einer Spaltung heraus. Also die Official IRA, soweit ich das in Erinnerung habe, hatte den Sozialismus als Hauptziel und die INLA hatte auch den Sozialismus als Ziel, aber die irische Wiedervereinigung war immer noch ein sehr, sehr großes Ziel. Und was relativ interessant ist, die INLA wurde von Seamus Costello und Ronnie Bonting gegründet. Und Ronnie Bonting ist der Sohn eines unionistischen Politikers und Milizenführer mit dem Namen Ronald Bonting. Also das deutet halt auch darauf hin, dass es kein religiöser Konflikt ist, wie jeder immer behauptet, sondern ein politischer Konflikt. Oder auch ein religiöser Konflikt. Also das hatten wir auch gerade, das wisst ihr jetzt nicht, ein bisschen im Vorgespräch so diskutiert, dass natürlich das sehr stark darauf reduziert wird, dass es ein religiöser Konflikt ist, aber ja, das natürlich nicht der Ursprung ist oder so, aber dass es ein wichtiger Aspekt trotzdem ist. Nur das. Ja, es ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, weil die meisten Katholiken halt Republikaner sind, die meisten Protestanten sind Unionisten. Aber meine eigene Familie, also mein Großvater kommt aus einer protestantisch-schottisch-irischen Familie und meine Großmutter aus einer katholisch-schottisch-irischen Familie. Also ja, und ich würde mich persönlich auch als irischen Republikaner sehen, einfach weil ich mich mit den Zielen identifizieren kann, auch dass es nicht hauptprimär um Religion geht. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, wo man nochmal einmal kurz dann genau auf diese Begrifflichkeiten eingehen kann. Ja. Republikanismus, und wir haben ja jetzt auch gerade schon angesprochen, Unionismus und Loyalismus. Republikanismus bedeutet halt, dass man kein Königreich haben möchte, sondern eine Republik. Gibt es ja auch in den USA beispielsweise. Also ich glaube auch mit der Tea Party-Bewegung. Und das ist ja der Ursprung der amerikanischen Republikaner, die dann auch gegen die Briten gekämpft haben und aus den USA kein Königreich mehr haben wollten. Republikaner gibt es auch in England beispielsweise. Also die sind dann einfach für die Abschaffung der Monarchie. Genau, Nationalismus gibt es noch. Nicht unbedingt wie Nationalismus, wie man sich das hier in Deutschland versteht, dass das Neonazi ist, sondern auf den Fundamenten der französischen Revolution. Also ein linker oder ein staatsbürgerlicher Nationalismus, wenn man so möchte. Das sind halt hauptsächlich Katholiken. Ja, und dann Unionisten. Diese sind halt für die Union von Nordirland und Großbritannien. Und Loyalisten, die sind loyal zur britischen Krone. Also jetzt ganz abgekürzt gesagt, sage ich mal. Und das sind hauptsächlich Protestanten gewesen. Die INLA, da noch ganz kurz, da wird auch so ein bisschen gesagt, also die Provisional IRA hatte sehr, sehr strikte Vorkehrungen, wenn die Mitglieder aufgenommen haben. Also deren Familie wurde durchleuchtet, deren Biografie angeschaut, welche Freunde die haben, weil die einfach Angst vor Spionen hatten. Und das war ein sehr, sehr präsentes Thema. Und die INLA hat diese Sicherheitsvorkehrungen nicht gehabt, weshalb viele Kriminelle in der INLA aktiv waren. Drogenabhängige, aber auch Spione. Also die INLA hatte immer mit Spionen zu kämpfen. Ich finde das Thema Drogen auch relativ interessant. Ich weiß nicht, wie intensiv wir noch später darauf zu sprechen kommen, aber es ist ja von außen betrachtet erstmal ein sehr, sehr großes Thema auch der Auseinandersetzung. Und ich glaube, die große IRA ist ja auch mal sehr stark vorgegangen gegen organisierte kriminelle Strukturen oder Dealer und so weiter und so fort. Auch teilweise mit sehr, sehr, sehr krassen Mitteln, so Knieschusskommandos und solche Geschichten. Ja, genau.
Da gab es auch eine Gruppe, auf die gehe ich gleich drauf ein, die Republican Action Against Drugs. Also die hat das ja auch in ihrem Namen sozusagen, ne? Allerdings war die INLA auch, kann man sagen, ein Stück weit eine wichtige Bewegung, weil auch drei der 10 Hungerstreikenden, die in dem Hungerstreik 1981 ums Leben gekommen sind, sind Mitglieder der INLA gewesen, nämlich Patsy O'Hara, Kevin Lynch und Mickey Devine. Unterstützer, ähnlich wie bei der Provisional IRA oder der Official IRA. Habe ich vorhin Original IRA oder Official IRA gesagt? Das ist nämlich die Official IRA. Macht nichts. Ja, ist auch egal. Ja, genau. Ziel, Einführung des Sozialismus, irische Wiedervereinigung und der aktuelle Status, die haben auch dem Karfreitagsabkommen zugestimmt und wurden 2010 entwaffnet. Und der politische Arm ist die Irish Republican Socialist Party gewesen. Ja. Genau, es gab ja das Karfreitagsabkommen 1998. Das Ding mit dem Karfreitagsabkommen ist, es sind dann dadurch, dass die größten Organisationen, nämlich die INLA und die Provisional IRA, diesem Karfreitagsabkommen zugestimmt haben, sind halt die größten Gruppen halt weggebrochen. Und dann gab's nur ganz, ganz kleine Gruppen, die sich formiert haben. Und dann sind extrem viele Spaltungen passiert. Also darauf kann ich jetzt auch nicht eingehen, weil dann würde ich wahrscheinlich bis morgen früh noch hier sitzen. Aber ich wollte euch zwei große Gruppen vorstellen, die sich gespalten haben und die auch Gegner dieses Karfreitagsabkommens sind. Das ist die Continuity IRA mit Koman Naman. Nach dem Waffenstillstand der Provisional IRA Ende der 80er, dann gab es mit den ersten Friedensverhandlungen gab es einen großen Waffenstillstand, hat sich die Continuity IRA formiert von Mitgliedern, die damit nicht einverstanden waren. Die sind auch bis heute aktiv. Bis heute fällt diese Gruppe auch durch kleine Anschläge auf oder patrouilliert auch durch republikanische Stadtviertel. Allerdings ist der Rückhalt in der irischen Bevölkerung sehr gering. Ich habe ja erzählt, dass es ein Referendum gab und auch die meisten Katholiken haben für dieses Referendum gestimmt und sind an sich für diesen Friedensvertrag. Und der Frauenflügel der IAA mit dem Namen Koman Naman, die haben die IAA unterstützt auch in den ersten großen Aufständen. Die haben diesen Friedensvertrag auch nicht unterschrieben und sind jetzt auch Teil der Continuity IRA gewesen. Und Unterstützer kann man sagen, dass es Libyen unter Gaddafi noch weiterhin gewesen ist und auch einzelne Geldgeber, aber auch kriminelle Organisationen haben sie unterstützt. Und der politische Arm ist Republican Sinn Féin, obwohl Republican Sinn Féin dies offiziell ablehnt, weil sie dann auch nicht weiter als Partei agieren dürften. Noch eine Gruppe, die sehr interessant ist, das ist die sogenannte New IRA. Die hat sich durch Abspaltung, hat sie sich formiert. Das ist einmal die Real IRA und die RAD, die sogenannte Republican Action Against Drugs. Darüber haben wir ja eben gesprochen. Das ist eine dissidentische IAA-Gruppierung gewesen, mit dem Ziel, Drogenabhängige und auch Drogendealer aus ihren Stadtvierteln zu vertreiben. Diese New IRA hat auch großes internationales Aufsehen bekommen 2019, weil sie dort versehentlich eine irische Journalistin getötet haben, nämlich Lyra Mackey. Die stand nämlich bei Polizisten, weil sie diese interviewen wollte und die New IRA hat dann versucht, auf die Polizisten zu zielen, hat dann aus Versehen Lyra Mackey erschossen. Der politische Arm, auch inoffiziell, ist halt Seru und daraufhin ist es auch zu großen Protesten vor der Parteizentrale von Seru gekommen in Derry, die halt hauptsächlich katholisch bevölkert ist und da hat man dann auch gesehen, ja, wie wenig Rückhalt die an sich haben. Ja, generell muss man ja sagen, dass eben diese bewaffnete, allgemein bewaffnete Kraft ja sehr stark zurückgegangen ist nach dem Karfreitagsabkommen. Also es sind ja zahllose Gruppierungen daneben gewesen, die die Waffen abgegeben haben, aber das auch auf beiden Seiten. Ja. Also generell ist ja das bewaffnete Potenzial stark zurückgegangen. Auch die ganzen loyalistischen, unionistischen Gruppierungen haben ja auch zu einem großen Teil ihre Waffen abgegeben. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie komplett befriedet ist. Das sieht man ja eben noch an den Anschlägen, die dann passieren. Aber auch daran, dass natürlich unfassbar viel Waffen noch im Umlauf dort sind, die einfach versteckt sind. Waffenlager, die noch nicht aufgelöst wurden, das gibt's ja eigentlich alles. Da werden wir natürlich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen können. Du hattest ja auch schon eben die Republican Action Against Drugs angesprochen, dass wir eben auch auf der anderen Seite dann natürlich das geschichtlich betrachten müssen, dass auch ganz viele loyalistische Paramilitärs später zu mafiösen Strukturen geworden sind. Dass der Drogenhandel ein wichtiger Faktor da geworden ist für die weitere Finanzierung. Deswegen, also dieses bewaffnete Potenzial ist zwar stark zurückgegangen, aber es ist natürlich immer noch nicht verschwunden.
Und um das vielleicht noch zu ergänzen, ich glaube, das Potenzial ist ja auch gerade deswegen zurückgegangen, das ist ja auch angeschnitten, dass diese Gruppen einfach keine große Unterstützung in der Bevölkerung haben. Und immer wenn ich also irgendwelche Beschäftigungen mit dem Thema hatte, dann stand auch immer im Fokus, dass die Leute gesagt haben, so, wir haben halt keinen Bock mehr auf die Scheiße, wir haben halt keinen Bock mehr auf dieses Leid, auf diese kriegerischen Auseinandersetzungen im Prinzip. Und wir wollen halt Frieden, wir wollen halt einfach leben, ein normales Leben führen. Das heißt ja nicht, dass gewisse Feindschaften ganz aufgegeben werden oder politische Grundeinstellungen, das ist offensichtlich nicht der Fall, aber diese Unterstützung für den Waffenkampf, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt eigentlich, dass die Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben. Genau, und das ist ja, also ich habe ja auch vorhin erzählt, das ist ja hauptsächlich, haben diese Gruppen ja auch Unterstützung bekommen, weil die Menschen einfach Angst hatten, in den Vierteln von loyalistischen Paramilitärs angegriffen zu werden. Die merken halt jetzt mehr und mehr, dass sie an sich mehr Sicherheit haben als sonst, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie diesen bewaffneten Kampf auch nicht so sehr unterstützen. Also ist vielleicht auch ein bisschen romantischer Glaube, dass viele diese Gruppen auch nur unterstützt haben aus politischem Interesse, sage ich mal. Ja, ich meine, es gab ja auch endlose soziale Faktoren, die da reingespielt haben. Du hast ja die Bürgerrechtsbewegung angesprochen. Ja. Das war ja jetzt wirklich nicht nur irgendwie auf dem juristischen Weg ein Problem, sondern es gab ja tatsächlich eine stärkere Verarmung auch von dem katholischen Teil der Bevölkerung. Ja. Es gab Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Es gab ganz viel, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der richtige Begriff dafür, Gerrymandering, also die Einteilung von Wahlbezirken so, dass primär eben protestantische Politiker in die Parlamente gewählt wurden oder dann ins Rathaus. Und das sind ja alles Faktoren, die einfach stärker zurückgegangen sind und wo sich im Endeffekt diese beiden Bevölkerungsteile angeglichen haben. Ich glaube, inzwischen ist es sogar so, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, dass die protestantische Bevölkerung stärker verarmt ist als die katholische Bevölkerung in Nordirland. Und diese ganzen Bewegungen, die dann eine bestimmte Art von Freiheit anschreiben, da muss man ja immer fragen, auch bei den Leuten, ist diese Freiheit, die sie dort realisieren wollen, materialistisch realisiert? Was ist das überhaupt für eine Freiheit, für die sie noch kämpfen? Und ich denke, auch für ganz viele Leute ist dann irgendwann dieser Punkt, okay, wir wollen jetzt hier eine Einheit von Nordirland und Irland, gar nicht mehr so ein großes Thema, wenn es keine harte Grenze gibt. Das würden wir vielleicht auch noch ansprechen, wenn es keine harte Grenze gibt und es im Endeffekt keinen direkten Nachteil mehr für mich gibt, als dann eben katholische Personen in Nordirland. Und dann ist einfach nur ein ideeller Nationalismus nicht mehr so ansprechend. Vielleicht ist das dann auch der Grund, warum es dann noch verschiedene sozialistische Gruppen gibt, die weiter kämpfen, weil die eben noch für etwas Größeres als die Nation am Ende dann streiten. Da gibt es ja auch teilweise interessante Parteien, zum Beispiel die People Before Profit Partei, ist eine trotzkistische Partei aus Irland, hauptsächlich rekrutiert aus Menschen aus den katholischen Vierteln, und sie hat jetzt auch nicht mehr primär die irische Wiedervereinigung als Parteiprogramm, sondern ja, Verbesserung der Lebensumstände und vielleicht auch Sozialismus, und das ist für mich auch so ein Beispiel dafür, dass die Wiedervereinigung immer mehr und mehr in den Hintergrund auch gerät. Und was vielleicht auch noch ein weiterer echt wichtiger Punkt ist, den man nennen kann, ist, dass ja so ein langjähriger, jahrzehntelang andauernder Konflikt ja auch faktische Gräben zwischen den Menschen schafft, die es ja auch ermöglicht, dass so brutale Gewalt von beiden Seiten immer wieder ausgeführt wird und das ja auch zu einer faktischen Trennung dann der ganzen Viertel, wo man sich so separiert und so weiter und so fort. Und das ist ja was zum Glück zumindest teilweise auch aufgebrochen wird. Also, dass dann es irgendwelche Sportvereine oder diverse Sozialprogramme oder Arbeitsplätze auch, wo die Leute zusammenarbeiten und dadurch natürlich auch gewisse Grenzen aufbrechen, weil wenn du über so viele Jahrzehnte anhand von ja auch nationalistischen Kategorien und religiösen Kategorien solche Konflikte führst, dann denkst du vielleicht auch, oh mein Gott, das sind irgendwelche Bestien, du denkst das halt tatsächlich, und wenn du dann mit jemandem zusammenarbeitest, merkst du, okay, das ist genau so eine Person wie ich und unterscheidet eigentlich fast gar nichts. Ja, ich meine, teilweise, gerade wenn wir jetzt über Belfast sprechen, waren die Leute ja reell durch riesige Mauern in manchen Vierteln geteilt. Ja, immer noch. Also es ist natürlich ist immer noch so, wobei das ja auch so ein Ding jetzt ist, dass die meisten Tore irgendwie dauerhaft offen sind. Früher wurden sie dann bei Nacht geschlossen. Das ist dann in unterschiedlichen Saisons natürlich nochmal eine andere Sache, wenn es dann auch politische Veranstaltungen da gibt. Aber die Leute waren ja wirklich real durch riesige Mauern getrennt. 10 Meter hohe Mauern, die sie voneinander separiert haben. Und natürlich, das schafft tiefe Gräben. Aber das finde ich auch schön, wie du es schon angesprochen hast. Wenn man dann gerade mit Leuten eben aus den großen Städten spricht, da gibt es auch viele, für die das einfach immer mehr in den Hintergrund rückt, weil viel von der sozialen Realität sich geändert hat. Okay, also wir haben festgestellt, die bewaffneten Gruppierungen sind in den Hintergrund gerückt, sind viel marginaler geworden, und das ist natürlich dann
die politischen Parteien und auch nicht parlamentarische Gruppen sind dann wahrscheinlich bedeutsamer geworden. Wir haben auch einige schon angesprochen, einige thematisiert. Gibt es noch was, was fehlt? Ich glaube, da fehlt noch ein paar Kleinigkeiten. Es fehlen tatsächlich sehr viele Parteien, aber ich werde jetzt mal auf eine Partei insbesondere eingehen. Das ist nämlich die zweitstärkste republikanische Partei in Irland gewesen, nämlich die SDLP, Social Democratic and Labour Party. Ist meiner Meinung nach eine sehr interessante Partei, weil sie immer explizit den bewaffneten Kampf abgelehnt hat, während Sinn Féin die Provisionals in Schutz genommen hat und wie später herauskam, ja auch politisch mit denen verbunden war, hat dies die SDLP nicht gemacht. Allerdings haben die sich immer noch für den irischen Republikanismus und irischen Nationalismus eingesetzt. Sie hatte zum Beispiel auch ein sehr interessantes Mitglied, das ist John Hume gewesen. Er hat auch den Friedensnobelpreis erhalten, weil er sich auch für eine Befriedung des Konflikts eingesetzt hat. Was auch sehr interessant ist, die britische Labour-Partei hatte keinen Ableger in Nordirland, sondern sie haben das Feld der SDLP überlassen, während andere britische Parteien auch einen Ableger in Nordirland hatten, wie zum Beispiel die Conservatives oder die Liberals. Eine andere Partei, die ich interessant finde, allerdings jetzt nicht zu den irischen Freiheitsbewegungen dazuzählen würde, das ist die Progressive Unionist Party. Das ist eine unionistische Partei, die für den Verbleib von Nordirland beim Vereinigten Königreich einsteht. Allerdings habe ich ja vorhin darüber gesprochen, dass viele Protestanten der Arbeiterklasse zugehörig sind. Der Gründer der Progressive Unionist Party, Hugh Smith, saß auch wegen paramilitärischen Aktionen im Gefängnis ein und kam dort mit dem irischen Republikanismus in Kontakt. Und er hat gesehen, dass der irische Republikanismus durch sein sozialistisches Programm auch die Arbeiterklasse anspricht. Und daraufhin hat er, als er aus dem Gefängnis herauskam, Ende der 70er Jahre, eine Partei begründet, die unionistisch war, allerdings auch ein sozialistisches Programm hatte. Diese Partei ist halt auch sehr interessant, weil auch einzelne Fraktionen in dieser Partei einen sogenannten dritten Weg bevorzugt haben. Also dass Nordirland nicht zur Republik Irland gehört, aber auch nicht zum Vereinigten Königreich, sondern unabhängig wird. Allerdings war Hugh Smith und auch andere Personen in dieser Partei, wie viele andere Unionisten, auch extrem rassistisch gegenüber die katholische Bevölkerung und wollten diese vertreiben. Die Progressive Unionist Party hatte auch einen bewaffneten Arm, die Unionist Volunteer Force und die Red Hand Commandos, die auch Anschläge auf die irische Zivilbevölkerung verübt haben. Die UVF und die Red Hand Commandos hatten teilweise auch mit Neonazis in Europa Kontakt, wurden auch militärisch vom Apartheidstaat Südafrika ausgebildet. Teilweise ein sozialistisches Ziel, aber trotzdem noch sehr, sehr rechts. Das ist wirklich Wahnsinn, was es da alles gibt und wir haben ja nur einen Bruchteil wahrscheinlich behandelt. Das ist völlig verrückt. Ich meine, wenn man jetzt ganz als böse Zunge ja sagt, klar, die sind jetzt nicht für die Unabhängigkeit und so, aber so eine zersplitterte Unabhängigkeitsbewegung wird vielleicht auch niemals die Unabhängigkeit richtig erreichen können, weil das natürlich auch die Kräfte letztendlich extrem schwächt. Ich meine, wo wir noch gar nicht so drauf eingegangen sind, ist ja auch, dass es extrem viele auch Todesopfer gab, weil diese verschiedenen Gruppen sich untereinander bekriegt haben und ihre Kapazitäten dann darauf gebunden haben, andere bewaffnete Gruppen oder andere politische Teile der Unabhängigkeitsbewegung umzubringen oder anzugreifen. Ne? Ja, teilweise gab es ja auch Anschläge innerhalb der Unabhängigkeitsbewegung. Es gab zum Beispiel auch eine Gruppe, die Irish People Liberation Organization, die sich auch aus der INLA abgespalten hat. Diese wurde von der Provisional IRA, also die Kommandostrukturen wurden vernichtet, kann man sagen. Das ist ja innerhalb der irisch-republikanischen Bewegung dann ein Kampf gewesen. Gut, aber wollen wir noch zum Abschluss noch auf nicht-parlamentarische Organisationen eingehen? Das gibt es ja auch. Genau, da gibt es sehr, sehr viele. Ich habe ja auch über die Demonstration am Bloody Sunday gesprochen. Also es hat ja auch eine sehr, sehr große Tradition in Irland, was da interessant ist zu erwähnen. Diese Freiheitsbewegung war noch teilweise von anderen antikolonialen Freiheitsbewegungen beeinflusst worden, wie zum Beispiel in den USA die Bewegung, die für die Bürgerrechte der schwarzen Bevölkerung auf die Straße gegangen ist. Da gibt es zum Beispiel Bernadette Devlin, auch eine Anführerin dieser Bewegung, die dann auch in die USA gereist ist, um sich Inspirationen und Unterstützung dort zu holen. Heutzutage gibt es auch noch einige Organisationen. Ich spreche allerdings jetzt nur über eine Organisation, das ist nämlich der BDS.
wird vielen bekannt sein, Boykott, Divest and Sanction, ist eine Organisation, die sich für den Boykott, Deinvestition und Sanktionen gegenüber dem israelischen Staat ausspricht. Ich habe jetzt darüber gesprochen, weil jeder, der nach Nordirland gereist ist, könnte auch denken, dass der Nahostkonflikt in Nordirland ausgetragen wird, weil sich die republikanischen Personen häufig sehr stark mit dem palästinensischen Freiheitskampf identifizieren. Sehr viele Unionisten identifizieren sich sehr stark mit Israel. Und das hat auch dazu geführt, dass der BDS sehr, sehr stark in Irland und vor allen Dingen auch in Nordirland ist. Man könnte da ja fast Parallelen ziehen, wenn man will. Aber natürlich ist das nicht vergleichbar. Aber ich fand es auch spannend, dass es dann eben auch diesen Bezug auf Israel dann selber gibt. Man sieht ja wirklich sehr, sehr viel mit Bezugnahme auf das Thema Palästina oder andere Befreiungskämpfe. Aber wie du auch schon angesprochen hast, gab es ja einfach diese reale Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen, verschiedenen nationalistischen und gleichzeitig sozialistischen Organisationen, die man dann eben unter nationale Befreiungskämpfe zusammenfasst. Was interessant ist, zur Staatsgründung der Republik Israel, also kurz davor, gab es ja auch Organisationen, die gegen die Besatzung der Briten in Palästina gekämpft haben, auch jüdische Organisationen. Ich glaube, von dem jetzigen israelischen Präsidenten ist muss der Vater oder Großvater gewesen sein. Er ist auch Rabbi in Belfast gewesen und der war großer Anhänger von Sinn Féin. Deswegen gab es damals zwischen jüdischen Befreiungsorganisationen und der irischen Befreiungsorganisation gab es auch Parallelen und auch Bündnisse, was dann aber mit der Staatsgründung Israels dann gekippt ist. Ich finde, es macht auch deswegen Sinn, dass dieser Befreiungskampf so aktuell noch in Irland ist, weil einfach ein Großteil der anderen nationalen Befreiungsbewegungen einfach nicht mehr existieren. So, also wir haben ja diverseste Verbindungen nach Kolumbien, das Baskenland zum Beispiel, also und diverse andere Gruppen, wo es also Verbindungen gab, ja, einen gemeinsamen auch internationalistischen Kampf letztendlich um nationale Befreiung gab. Und das ist ja einfach ein Thema, was sich fast schon erledigt hat. Also diese nationalen Befreiungsbewegungen als solche sind ja fast nicht mehr existent und genau, deswegen macht das für mich auch Sinn, weil der Kampf in Palästina ja noch aktuell ist. Genau, das ist ja auch eigentlich eine spannende Überleitung zum Thema Anarchismus und unserer Diskussion Anarchismus und Republikanismus, weil es ist uns ja jetzt mehrfach auch gerade eben mit der Geschichte nach dem Karfreitagsabkommen aufgefallen, es geht zurück, der bewaffnete Kampf geht zurück. Vor allem auch diese Frage der nationalen Befreiung rückt weiter ins Hinterlicht. Und hier könnte man ja dann auch wirklich mit einer anarchistischen Perspektive darauf blicken und sagen, eigentlich das, was sich über diese Jahre an diesem riesigen politischen Potenzial aufgebaut wurde, dadurch, dass das eben nicht weiter mit anderen Inhalten ausgefüllt wurde, führt auch dazu, dass eben viele Leute jetzt davon desillusioniert sind und gleichzeitig auch ein größeres Potenzial haben, sich einfach dieser liberalen Idee von dem Vereinigten Europa oder diesen Perspektive Europäische Union am Ende des Tages dann zu verschreiben. Diese Lücke, die du da beschrieben hast, ist aber vom Anarchismus offensichtlich nicht gefüllt. Ja. Da kommen wir jetzt ja kurz ein bisschen zu. Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, das ist jetzt nicht dein primäres Thema. Ich glaube, der Anarchismus ist ja auch historisch gesehen, wenn überhaupt, dann eine sehr kleine Anteil an dem Konflikt, was ja auch vielleicht genau an dem liegt, was du beschrieben hast, dass also auch viel Nationalismus, Religion und so weiter eben in diesem Konflikt so eine große Rolle gespielt hat, was traditionell nun mal Themen sind, die uns zuwider sind. Erstmal. Ja. Aber trotzdem gibt es ja auch Anarchismus in Irland und was hast du denn da so entdeckt? Also ich habe eine Sache, die ich mit euch diskutieren wollte, inwiefern das anarchistisch ist, das ist Free Derry. Weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also Derry ist ja hauptsächlich eine katholisch bevölkerte Stadt gewesen, die dann ja auch beispielsweise 72 durch den Bloody Sunday auch extrem unterdrückt worden ist vom britischen Staat. Und es haben sich halt Haushalte formiert, hauptsächlich in den Stadtvierteln Craigan und Bogside von 1969 bis 72, die sich vom britischen Staat abkapseln wollten. Und sie haben dann sozusagen eine eigene Wirtschaft gegründet, also haben nur untereinander gewirtschaftet, haben eine eigene Polizei gegründet, die auch demokratisch gewählt wurde und haben sich sozusagen unabhängig vom britischen Staat gemacht, haben auch eine eigene Verwaltung gewählt und gegründet. Jedoch als die Irish Republican Army, also mit der Provisional IRA und der Original IRA stärker wurde, war auch dieses Projekt vorbei, weil ja auch die Provisional IRA teilweise polizeiliche Aufgaben übernommen haben. Und ich weiß halt nicht, inwiefern man das als anarchistisch bezeichnen könnte, auch wenn die sich selber nicht als Anarchisten bezeichnet haben.
Ja, ich meine, das ist jetzt für mich schwer zu sagen, weil ich das nicht konkret kenne, das Beispiel, um das zu bewerten, aber es hört sich auf jeden Fall so an, dass Aspekte davon in eine anarchistische Richtung gehen. Und das haben wir ja sehr, sehr häufig in der Geschichte. Und das ist also, ja, gewisse antiautoritäre Tendenzen in sozialen Bewegungen, in Gesellschaftsversuchen, in Selbstorganisationsversuchen gibt, wo ohne, dass das selbst als anarchistisch benannt wird, es einfach gewisse Tendenzen in diese Richtung gibt, die uns jetzt als Anarchistinnen sehr wohlgesinnt sind erstmal. Ich denke auch mal, das wird was sein, was man in verschiedenen eher republikanischen Vierteln von Nordirland dann auch finden wird. Dass es einfach logisch ist, dass gerade wenn die Gruppe vor Ort dann auch eine stärkere sozialistische Ausrichtung hat, dass es dann auch einfach mehr Selbstorganisierung vor Ort geben wird, mehr demokratischen Einfluss von den Leuten, weil das auch lokal einfach auf einem kleinen Maßstab natürlich immer viel logischer und viel sinnvoller ist, dann so zu organisieren. Aber man darf es natürlich auch bei diesen ganzen Sachen nicht überbewerten, weil wir immer noch vor der Situation stehen, dass sehr, sehr stark hierarchisch organisierte militärische Verbände, bewaffnete Gruppen dann vor Ort aktiv waren und natürlich dann auch, wenn dieser Kampf gefährdet worden ist, auch aus der lokalen Bevölkerung es natürlich Repressionen gab. Ja. Bis heute Repressionen gibt. Ja, das ist ja auch der Grund, warum dann Free Derry letztendlich auch beendet wurde im Jahr 1972, weil dann ja diese bewaffneten Gruppen dann die Überhand auch übernommen haben. Aber das ist vielleicht ganz spannend. Da gab es dann vielleicht so einen Zeitraum, so eine Art Zwischenbereich. Und das ist auch häufig so, dass ja immer, wenn so eine gewisse politische Leere auch irgendwo entsteht, dass dann auch so eine Selbstorganisation und so in der Tendenz anarchistische Bewegungen da auch Einfluss gewinnen können. Ja, ich habe mich auch in der Vorbereitung für den Podcast habe ich mich auch ein bisschen reingelesen, was ich halt spannend fand. Also es ist jetzt ein sehr oberflächliches Lesen gewesen, aber diese anarchistischen Bewegungen, soweit ich das beurteilen kann, haben sich auch aus diesem nationalen Konflikt herausgehalten. Allerdings habe ich so ein bisschen im Gefühl, dass das vielleicht auch deren Schwäche war, weil das ja schon sehr, sehr wichtig war für die Menschen, die sich vielleicht auch nicht angesprochen gefühlt haben. Es gibt zum Beispiel auch die Workers Solidarity Movement, eine anarchistische Organisation in Irland, die ist auch nur sehr stark in großen Städten aktiv, also in der Hausbesetzerszene sehr stark vertreten. Und da ist dann halt auch die Frage, inwiefern das die breite irische Masse halt anspricht. Ja, das Workers Solidarity Movement war tatsächlich eine für anarchistische Verhältnisse sehr starke Organisation, die vor allen Dingen auch international eine wirklich breite Rezeption erfahren hat. Also die hatten auch riesige Social-Media-Kanäle und die haben sich leider vor nicht allzu langer Zeit, von einem Jahr oder so, dreiviertel Jahr, haben sich aufgelöst. Das war über Jahrzehnte so die auch plattformistisch orientierte anarchistische Organisation. Ich kann das halt nicht beurteilen, wie stark die jetzt, das kann richtig sein, was du sagst, dass die sich da rausgehalten haben aus dem Thema, aber die waren auf jeden Fall auch sehr stark in gewerkschaftlicher Organisation orientiert. Also die waren nicht nur in so einer Hausbesetzungsgeschichte, sondern auch immer so ein bisschen was über die Jahrzehnte auch gesellschaftlich relevant war und wie sie sich orientiert haben. Also zum Beispiel auch bei der Antiglobalisierungsbewegung waren die ziemlich stark dann mit dabei und ja, wie gesagt, auch viel gewerkschaftlich orientiert. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass ich da nicht so viel zu finden konnte, weil ja ich ja vorhin auch erwähnt habe, dass sehr viele Iren im spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Sehr, sehr viele leider auf Seiten Francos, aber auch relativ viele auf Seiten der Republikaner im spanischen Bürgerkrieg. Und mich hat es gewundert, warum nicht viel mehr dort mit anarchistischen Ideen dann in Kontakt gekommen sind, weil ja auch die CNT sehr stark war im spanischen Bürgerkrieg. Ja, vielleicht muss man dann tatsächlich sagen, dass einfach diese starke Politisierung auf beiden Seiten der irischen Bevölkerung eben in diese zwei Lager dazu geführt hat, dass so ein dritter nichtstaatlicher Weg einfach nicht so attraktiv ist. Ja. Aber vielleicht kann man da ja auch direkt dann sagen, dass es dann natürlich zukünftig mit eben einem Abschwächen von diesem Konflikt vielleicht da dann auch wieder gewerkschaftliche Themen oder andere soziale Themen in den Vordergrund rücken können und das dann auch wieder attraktiv sein kann für eine anarchistische Bewegung. Vielleicht auch tatsächlich ohne eben diese starken traditionellen Bezüge dann halt zu sagen, wir sind wirklich für die gesamten irischen Massen da und bieten hier einen Weg, der eben Ausweg aus diesem ganzen nationalistischen Dilemma. Könnte tatsächlich etwas sein, was viele Personen ansprechen würden, weil ich kenne
einige Menschen, auch aus Nordirland, junge Menschen, die sich davon auch nicht mehr angesprochen fühlen, von diesen nationalistischen Sachen, aber dennoch ja politisches Interesse haben, sei es irgendwie für Umwelt oder auch globalisierungskritisch sind, aber auch keinen Bock haben auf diese extrem nationalistischen Töne, ja, sich dann vielleicht auch von einer dritten Kraft, vielleicht auch von Anarchisten angesprochen fühlen könnten. Ja, man muss ja dafür auch nicht jetzt diese gesamte Traditionslinie im Endeffekt verwerfen. Ja. Man kann ja auch wirklich viele Teile vom irischen Republikanismus dann auch mit anarchistischen Ideen zusammen denken, weil das natürlich jetzt nicht einfach, wie du schon gesagt hast, eine klassische nationalistische Bewegung in dem Sinne ist, wie wir es jetzt heutzutage eben in so einer Staatenkonkurrenz vorfinden, sondern es viel eben auch einfach um die Befreiung der Menschen vor Ort eben von der britischen Herrschaft geht. Und da kann man sich ja drauf beziehen und da kann man sich sicherlich auch weiter in einigen Punkten drauf beziehen, wo das noch weiter existent ist, nur um das dann mit vielen anderen wichtigen Ideen zusammenzudenken. Aber, und ich denke, das ist auch sehr stark aus unserem Gespräch hier heute hervorgegangen, dass man da eine ganz, ganz dringende differenzierte Position auch zu braucht. Und wenn man jetzt als, also ich kann mir ja nicht, eigentlich muss man, wenn man auch dort aktiv ist, auch ein Verhältnis dazu gewinnen. Deswegen, wenn das tatsächlich so ist, das wissen wir jetzt gerade einfach nicht, haben wir jetzt selber gerade nicht zu viele Informationen dazu, dass sich da die anarchistischen Kräfte weitestgehend rausgehalten haben, dann ist das auch eine faktische Schwäche. Mhm. Du sagst es gerade, man kann viele positive Sachen aus diesem Kampf auch für sich als Anarchistin rausziehen und genauso viele sehr negative Sachen herausziehen. Und ich glaube, wenn man da eine differenzierte Position auch offensiv vertritt, dann kann man da auch viele Menschen mit erreichen. Und ich glaube, das wäre eine eigentliche Stärke von einer anarchistischen Position, dass sie sich auch dazu verhält und dann halt auch einen faktischen, sozusagen dritten Weg bildet. Ja, und wie gesagt, wenn wir eben nicht diese Antworten darauf finden, dann wird irgendwer anders darauf die Antworten darauf finden. Und das sehen wir ja jetzt auch bei den vielen Leuten, die sich eben von diesen beiden Lagern losgesagt haben. Die vertreten dann einfach eine liberale, pro-europäische Position. Sonst ist da nicht viel. Das ist gerade so unser Liebling, dass wir immer sagen, wenn wir das nicht machen, dann macht es irgendwer anders. Dann wird es schlimm. Das sagen wir aktuell in jeder Folge mit Simon. Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal, kommen wir nochmal auf unsere Region, das Ruhrgebiet, zurück. Da hast du ja uns auch was Kleines mitgebracht, um zum Ende hin nochmal den Kreis zu schließen. Genau, ja. Die IAA, was viele nicht wissen, war auch im Ruhrgebiet sehr aktiv. Das Ruhrgebiet ist lange, lange Zeit, also bis in die 90er hinein, gab es hier verschiedene Armeestützpunkte der britischen Streitkräfte. Die IAA war aufgeteilt auch in kleine Kommandostrukturen, auch um nicht infiltriert zu werden. Und diese kleinen Kommandostrukturen, die nannte man Active Service Units, die waren auch im Ruhrgebiet vertreten und haben auch Operationen der IAA durchgeführt. In Dortmund gab es zum Beispiel, wurden britische Offiziere getötet. Und in Duisburg gab es in einer britischen Kaserne 1988 einen größeren Anschlag auf eine Kaserne, wo auch ein ganzes Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, und generell zu Irland und dem Ruhrgebiet, da gibt es etwas Interessantes, was ein bisschen positiver ist nach diesen ganzen schweren Themen. Es gibt seit, ich glaube, Ende der 80er oder Anfang der 90er gibt es eine Fanfreundschaft zwischen Borussia Dortmund und Glasgow Celtic, insbesondere auch mit einer Gruppe aus Cork. Die Fans, die besuchen sich auch gegenseitig, weshalb man auch in Dortmund häufig irische Fans von Glasgow Celtic hat. Und diese Fanfreundschaft, ja, da mache ich ein bisschen Schleichwerbung, wird in einer deutschen Kneipe in Dortmund gepflegt, die nennt sich Zum Zöllner. Also ich kann eigentlich jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Ist eine sehr nette Ruhrgebietskneipe, wo man auch alleine hingehen kann und sich an Tresen setzen kann und sofort ein paar Freunde für den Abend hat. Ja, dort finden auch alle zwei Jahre findet dort ein irisches Festival statt, wo auch irische Musik gespielt wird. Und ja, ansonsten gibt es noch Thomas Mulvaney, das ist ein irischer Großindustrieller gewesen, der auch einige Zechen im Ruhrgebiet gegründet hat. Da gibt es zum Beispiel die Zeche Erin, wonach auch der Erin-Park in Castrop-Rauxel benannt wurde. Das heißt übersetzt auf Deutsch, Erin heißt Irland. Also Zeche Irland, und dann gab es noch eine Zeche in Herne, die Zeche Shamrock. Und Shamrock ist das dreiblättrige Kleberblatt, also das Nationalsymbol Irlands. Ja, das wurde jetzt gerade nochmal angesprochen, das mit der Kneipe und so, mit dem Fest. Das ist eine Sache, die wir ja gar nicht behandelt haben, die vielleicht auch nochmal zum allerletzten Abschluss nochmal gesagt werden kann, dass ja die irische Kultur mit ihrer Musik und sehr lebendig ist. Klar, wir haben es ein bisschen angeschnitten mit den Wandgemälden und so weiter in Irland selbst, aber trotzdem ist das wirklich auch eine Sache, die ich sehr eindrucksvoll finde. Also da finde ich das sehr vergleichbar, auch vielleicht mit einer kurdischen Bewegung oder so, was ja auch für Linke immer sehr attraktiv dann ist, weil das so eine ungebrochene, sehr lebendige, auch Widerstandskultur im wortwörtlichen Sinne über
verschiedene Wege, Musik, ja. Kunst und so weiter ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass man hier keine Musik einflößen kann, weil auch über die ganzen geschichtlichen Aspekte, worüber ich gesprochen habe, gibt es irische Lieder. Also es gibt auch ein ganzes Genre, das nennt sich Irish Rebel Music, also gehört zur irischen Volksmusik. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Band, meine Lieblingsband, die nennen sich The Wolftones, sind auch nach dem protestantischen, irisch-republikanischen Helden Theobald Wolfton benannt. Liegt der Copyright drauf? Das weiß ich nicht. Okay, wir gucken mal nochmal, ob es vielleicht ein Lied gibt, ja. Lied gibt, was kein Copyright drauf hat, was wir noch am Ende einblenden können. Wir werden natürlich auch im Livestream wieder dann über dieses Thema sprechen und freuen uns dann auch, Seamus dann auch wieder beim Livestream dabei zu haben. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Themen, die jetzt zu kurz gekommen sind, nochmal vertiefen, auf eure Fragen intensiv eingehen, weil da wird sicherlich einiges dabei sein. Und vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du uns mitgenommen hast. Das war eine sehr ausführliche, sehr tiefgehende Betrachtung, fand ich. Ja, mir hat Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Meine Freunde sind auch teilweise genervt, weil ich es liebe, über dieses Thema zu sprechen. Deswegen war es super, jetzt 1,5 Stunden zwei Personen hier zu haben, die mir zugehört haben. Darin sind wir in Gastfolgen sehr gut. Ja. Ja, auch von mir vielen lieben Dank. Ich denke, wir können sicherlich auch für unsere politische Arbeit hier und da mal was von dem irischen Republikanismus so mitnehmen und seine Folgen. Ja, in diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf. Hey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischen Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube zu hören, dann denk doch darüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns, wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob Mastodon, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden, lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter. Und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über PayPal oder Patreon. Eure Kohlen für über Tage.